bin Berliner. Ostberliner. Es gibt halt keinen Ost und West, sag ich mal, aber trotzdem wird es trotzdem noch anders gelebt. Wer zur Ostzeit nie auf die Idee kommt, zur Union zu gehen, nie. Wenn du in Treptow oder Köpenick als junger Mensch groß wirst, musst du dich irgendwie positionieren. Also entweder für Union oder dagegen. Welche Bedeutung hatte Union zu DDR-Zeiten? Sehen wir uns da ein bisschen verkehrt als Widerstandsklub? Und welche Rolle spielen wir heute? Nicht jeder Union-Fan ist ein Klassenfeind, aber jeder Klassenfeind ist ein Union-Fan. Die Möglichkeit, sich an die guten Dinge der Vergangenheit zu erinnern. Union ist das jede Woche. Und wenn er dann Kummer hat im Leben, dann geht er zur Union, eisern, und dann ist das Leben wieder in Ordnung.